draußen Dauerregen, die Kinder wollen lieber drin bleiben, Let's Plays gucken. Kein Problem, macht mal ein bisschen Minecraft an, das Spiel ist ja ab 6. Was soll da schon schief gehen? Du kleiner Hurensohn, Mann, weißt du, wie viel Arbeit das war? Ey, Patrick, Mann, bist du behindert? Ob du geistig behindert bist? Gaming ist das größte Genre auf YouTube und Let's Play ist das beliebteste Gaming-Format. Insofern stehen die Chancen relativ gut, dass man, wenn man YouTube anmacht, früher oder später auch mal ein Let's Play zu sehen bekommt. So war es also auch mit meinen Söhnen. Die haben sich gerne Lego-Videos angeschaut und Star-Wars-Clips. Und dann hat YouTube irgendwann gesagt, Jungs, wären nicht Lego-Star-Wars-Videos was für euch? Hier, schaut mal, ich habe Let's Plays davon, ganz, ganz viele. Und meine Söhne so, Roger, Roger. Und ich so, no. Als YouTube-Experte halte ich ja gerne mal Vorträge über Let's Plays und warum die so beliebt sind. Und da ist es für mich natürlich sehr spannend, mit meinen beiden Söhnen zwei Versuchspersonen zu Hause wohnen zu haben, an denen ich meine Thesen testen kann. Eine davon ist nämlich, dass Let's Plays deshalb so beliebt sind, weil man damit sein Lieblingsspiel besser kennenlernen kann und etwas darüber lernen kann. Das hielt ich bislang immer für nebensächlich, denn bei welchem Let's Player kann man schon was lernen? Aber für meine Jungs ist das wirklich ein wichtiger Punkt, denn die kennen Minecraft überhaupt nur über Let's Plays, wollten es deshalb auch unbedingt haben und selber spielen und lernen jetzt täglich mehr darüber und wenden das dann auch im Spiel an. Habe ich täglich gesagt? Ich meine natürlich, also wenn die mal gucken dürfen, also das ist ganz, ganz selten. Computerspiele sind teuer. 50, 60 Euro, das ist für viele Kinder und Jugendliche ein Monatsgehalt oder vielleicht sogar noch mehr. Und dann haben sie noch keine Kippen gekauft. Also, Let's Plays helfen wirklich bei der Kaufentscheidung, denn sie vermitteln einen ungefilterten Ersteindruck vom Spiel, wenn man mal vom Gelaber des Let's Players absieht. Und selbst wer sich dann das Spiel immer noch nicht kaufen kann oder will, bleibt zumindest auf dem Laufenden, was die Gaming-Szene gerade so zu bieten hat. Für mich ist das zum Beispiel ein wichtiger Punkt, denn ich bin ja wahnsinnig reich, könnte mir also alle Computerspiele dieser Welt kaufen, habe aber gar nicht die Zeit, die alle zu spielen. Also schaue ich bei Titeln, die mich interessieren, einfach mal in Let's Play rein und dann verstehe ich auch meistens, wie das Ding funktioniert und dann reicht es mir auch wieder, habe damit ganz viel Zeit gespart. Natürlich auch Geld, aber Geld. Mit Hilfe von Let's Plays kann man vielleicht sogar im Schulhofgespräch so tun, als hätte man das betreffende Spiel selbst gespielt. Zu meiner Zeit gab es dafür die Bravo. Da wurde regelmäßig auf einer Doppelseite ein aktueller Kinofilm in Einzelbildern vorgestellt, so wie in einer Foto-Love-Story und dann konnte man so tun, als wüsste man, was in Rambo 3 passiert. Oder wie Sex geht. Also die Bravo war schon hilfreich. Aber der größte Erfolg der Let's Plays liegt im Charakter der Let's Player oder Erzähler, wie meine Söhne die nennen. Denn so wie ich in meiner Jugend neben meinen Kumpels gesessen habe und denen zugeschaut habe, während sie gespielt haben, oder andersrum, sitzt die Jugend von heute eben virtuell neben ihren Kumpels aus dem Internet und schaut ihnen dazu. Gronkh ist zum Beispiel für viele ja der prototypische große Bruder, dem man einfach gerne zuschaut und zuhört, während er spielt. Und genauso ist es eben bei meinen Söhnen auch. Der 7-Jährige spielt, der 5-Jährige schaut zu, wünscht sich dabei aber, was der große Bruder eben so spielen soll. Letztlich ist das also gar nicht so viel anders als ein Let's Play, mit dem Unterschied natürlich, dass die Internetversion eine kommunikative Einbahnstraße ist vom YouTuber zum Zuschauer. Das mag auch erklären, warum Gaming-Livestreams so erfolgreich sind, weil hier der Zuschauer eben auch was zurückgeben kann, aber das mag ein Thema für eine andere Sendung sein. Was mir an dieser Stelle wichtig ist, ist, dass Let's Plays doch letztlich nur eine neuzeitliche Weiterentwicklung eines Kernelements des Gamings sind. Nämlich, dass es Spaß macht, ein Spiel gemeinsam zu erleben, auch wenn nur einer den Controller hält. Und das ist doch was sehr Positives. Allerdings erfordern Let's Plays noch mehr Medienkompetenz bzw. noch mehr Einsatz von den Eltern als das Thema Gaming allgemein schon. Und von dem sind ja schon viele überfordert. Die sind einfach nur froh, wenn das Plag mal 2 Stunden Ruhe gibt. Dabei ist es ja eigentlich gar nicht so kompliziert, denn es hat sich ja schon mal jemand lang und breit Gedanken darüber gemacht, welches Spiel für welche Altersstufe geeignet ist, und zwar die USK. Das heißt, die Mindestanforderung für Eltern mit Gaming-Kids ist jetzt erstmal nur zu schauen, passt das Alter meines Kindes auf das Alter, was auf der Spielepackung draufsteht. Und dabei haben sie auch immer noch das letzte Wort. Also ich kann ja auch meinen 5-Jährigen Minecraft spielen lassen, obwohl das erst ab 6 ist. Aber wie mein Beispiel vom Anfang dieses Videos zeigt, reicht es im Zweifel nicht, nur sicherzugehen, dass auch das Spiel, was in dem Let's Play gezeigt wird, zum Alter meiner Kinder passt.
Damit kann ich im Zweifel nur ausschließen, dass da auf dem Bildschirm eben keine Köpfe explodieren, kann aber nicht ausschließen, dass vom Kommentar des YouTubers mein eigener Kopf explodiert. Ich habe ja lange Jahre Gaming-Videos für die GameStar gemacht und die wurden und werden immer noch auch von der USK geprüft. Das heißt, da gehörte es zu meiner Arbeit, Videos zu machen über Spiele, die ab 18 waren, wohingegen die Videos selbst ab 16 oder gar 12 sein mussten. Und das geht ja auch. Ne? Du schneidest die ganzen Kopfschüsse raus, das Gesplatter und sparst dir allzu drastische Kommentare, dann passt das. Denn das Spiel liefert zwar die Grundlage, aber zusammen mit dem Kommentar und dem Schnitt wird das eben ein Gesamtwerk und dieses Gesamtwerk wird dann von der USK geprüft. Aber diese Tür schwingt natürlich in beide Richtungen, denn so wie ich ein entspanntes Video über ein krasses Spiel machen kann, kann ich auch ein krasses Video über ein entspanntes Spiel machen. Das heißt, ich kann mit dem richtigen Kommentar und dem richtigen Schnitt oder dem falschen Kommentar und dem falschen Schnitt aus einem Minecraft-Video ein 18er-Video machen, etwa indem ich ständig oder sage. Ihr Und das überprüft natürlich auf YouTube niemand. Wie denn auch bei 400 Stunden neuen Videos pro Minute. Das ist also ein Fall für die Eltern. Es reicht also nicht zu wissen, was wird da gespielt. Man muss auch wissen, wer spielt das und wie. Wenn meine Jungs Let's Plays schauen, halte ich also immer ein Auge bzw. Ohr drauf, wer da am Mikro sitzt. GameTube, Domtendo, einzelne Projekte von Herrn Bergmann oder Paluten, die sind da wunderbar. Aber Revi oder Elotrix oder die Beats Meet Trash Night, da werden die Jungs noch ein paar Jahre drauf warten müssen. Der Typ von Battle Bros, der spricht ja ganz vernünftig und schimpft nicht immer, aber da wird halt immer nur geschossen. Und Alpha Stein, das geht theoretisch, aber der macht mich beim Zuhören so mürbe. In der Praxis geht das dann auch wieder nicht, auch wenn meine Jungs den feiern. Ich möchte halt nicht, dass mein 5-Jähriger nach einem Alpha Stein-Video widerspricht wie ein 3-Jähriger. Das reicht mir ja schon, dass die ständig sagen, Alter! Was man bei Let's Playern außerdem beachten muss, ist, dass die ja nicht immer thematisch festgelegt sind. Domtendo spielt zum Beispiel in erster Linie kindertaugliche Sachen wie Splatoon oder Mario Kart oder Zelda, aber im Moment zum Beispiel eben auch Resident Evil 7. Und sogar Gronkh hat neben seiner riesen Minecraft-Playlist eben auch ganz viel Survival-Horror dabei, wie zum Beispiel gerade Outlast 2. Das heißt, wer seine Kinder einfach blindlings in diese Kanäle wirft und die dann von einer Playlist zur anderen wechseln, der muss im Zweifel des Nachts Matratzen ausbringen. Bei Battle Bros hingegen weiß man, was man kriegt. Da wird immer geballert. Und manchmal auch gesoffen. Und damit kommen wir zur Gruppenaufgabe für dieses Mal. Betrifft eigentlich nur Eltern mit Let's Play-affinen Kids, aber jeder mit ein bisschen Leidensfähigkeit kann da mitmachen. Schaut euch mal zusammen mit euren Kindern eine Folge ihres Lieblings-Let's Players an. Und steht das halt auch mal wirklich durch. Das kann 20 Minuten dauern, aber es muss halt sein. Für die Kinder! Und ich mache dann wieder einen Facebook-Thread auf meiner Seite und da diskutieren wir drüber, wie es war. Also ich lege mich schon mal fest, ich werde mir eine Folge Alpha Stein mit denen angucken. Vielleicht sogar mit Revi. Nein, Alpha Stein, Alter, nein! Die sind jetzt weg, Alter, meine Rüstung ist weg, du... Meine Rüstung ist weg, Alpha Stein, wegen dir! Das war The Walking Dead für heute, ausnahmsweise mal ohne den Walking-Teil, denn es regnet halt. Und wenn es regnet, gehe ich nicht raus, sollen die Kinder alleine nach Hause finden. Ihr findet in der Videobeschreibung wie immer nützliche Informationen zum Thema von der Initiative Schau hin. Und dann hoffe ich, dass ihr auch nächstes Mal wieder hinschaut. Eine Folge The Walking Dead mache ich auf jeden Fall noch, deshalb schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Format findet, ob ihr möchtet, dass ich das weitermache, wie ihr es gerne hättet, wenn ich es denn weitermachen würde. Habe ich weitermachen? Ihr wisst schon, was ich... Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Likes und neue Abos, denn dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!